Feiern wir nächstes Jahr das Ende der Pandemie? Damit rechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem aktuellen Interview. Wenn keine neue Corona-Variante auftaucht, vor der die Impfung nicht schützt, dann könnte Deutschland schon 2022 Herdenimmunität erreichen. Das heißt, genügend Menschen sind immun, damit auch Ungeimpfte vor Corona geschützt sind. Die Pandemie wird laut Spahn auf zwei Arten beendet. Entweder durch Ansteckung oder durch Impfung. Also endlich keine Masken mehr? Nein, die Maßnahmen gegen das Virus sollen erstmal bleiben, sagt Spahn. Dafür ist die Impfquote auch noch zu niedrig. Sie liegt aktuell bei 63,4%. Immerhin gab es in der Impfaktionswoche bei den 12- bis 17-Jährigen einen größeren Zuwachs an Geimpften.